ja, möchte euch was über Google Summer of Code erzählen. Erfahrungsbericht, also sollte relativ locker sein und nicht so langweilig sitzen. Zum Schluss, wenn da so ein bisschen Persönliches dabei ist, kennen mich nicht alle. Ich war 2015 das erste Mal beim Joomla Day und habe im letzten Jahr das erste Mal bei Google Summer of Code mitgemacht. Fand das sehr bereichernd für mich, weil ich vorher eigentlich gar nicht genau wusste, was Google Summer of Code ist. Und ich gemerkt habe, dass viele andere das auch nicht kennen, sondern den Namen da gehört haben und wirklich nicht genau was darunter vorstellen können und was so ein Projekt wirklich bringen kann. Kam aus Koblenz, gehört zu Koblenz und ja, sonst gibt es eigentlich nichts über mich zu sagen. Ich habe den Vortrag in drei Bereiche eingeteilt. Das erste Mal will ich erzählen, was ist Google Summer of Code eigentlich. Dann will ich unser Projekt vorstellen, weil ich denke, dass es eine Bereicherung für Joomla ist und ich auch gerne ein kleines bisschen Feedback bekommen würde, wie es andere sehen. Und ja, zum Schluss will ich einfach mal so ein bisschen drumherum erzählen, was mir sonst noch ja, gut gefallen hat oder was für mich bemerkenswert ist. Also zuerst mal, was ist Google Summer of Code? Google Summer of Code ist ein Programm, mit dem Google Leute zusammenbringen will. Menschen mit Open Source Projekten. Bisher haben von 2005 an 14.000 Studenten mitgemacht. Ja, aus. Ich muss doch mal eine Brille anziehen. Aus 109 Ländern und 651 Open Source Organisationen waren bisher involviert. Und ich bin, das wissen vielleicht einige, so ein bisschen Google-kritisch. Also ich denke, alles, was so eine Machtkonzentration hat, sollte man ein bisschen beachten. Aber Google Summer of Code hat mich total überzeugt. Und Ziel von Google Summer of Code ist, mehr Open Source Code zu bekommen. Dass Open Source Code gut ist, hat Yves euch, glaube ich, in der, oder was es ist, in der Präsentation erzählt. Google will junge Entwickler fördern. Das ist meiner Meinung nach, was für Joomla sehr wichtig ist. Ich glaube, wir haben es mehrmals gehört, dass in Joomla sehr viele Ältere sind. Es spricht Studenten an, also junge Leute sollen ins Projekt kommen. Open Source Projekte werden unterstützt. Und das ist so ein Spruch, der mit Google Summer of Code bekannt geworden ist: Flip Bits nach Burgers. Google bietet eine sinnvolle Beschäftigung in Ferien, speziell nur in der Sommerpause. Leute können sich Geld verdienen. Also die Studenten bekommen Geld dafür. Wie viel habe ich nirgends gefunden. Es ist aber schon für die 12 Wochen ein Betrag, der sich lohnt, sonst wollten nicht so viele mitmachen. Was ich nur weiß, es ist natürlich abhängig vom Land, in dem sie leben. Es war immer feste früher und seit letztem Jahr ist es fix. Es ist nicht mehr feste, sondern pro Land. Pro Land. Was ja, ja, man kann sehen, wie man es will. Man kann sagen, es wird die gleiche Arbeit geliefert, aber ja, müssen wir nicht diskutieren. ja, es gibt 4 Teilnehmerrollen in Google Summer of Code. Programmadministratoren, das sind Google-Angestellte, die bei Google das Projekt leiten. Es gibt die Innerorganisation, die Organisationsadministratoren, das sind die, die dafür zuständig sind, ja, im die Koordination vom Projekt mit Google Summer of Code zu managen. Wenn es die nicht gäbe, wird keiner ein Projekt einreichen und Google wird uns das Geld nicht nachwerfen, sondern es muss schon einer sein, der guckt, welche Ideen reichen wir ein, wie machen wir das, wie kriegen wir die Community überhaupt dazu, damit zu machen und was zu machen. Dann der Mentor, an den ist überhaupt keine Anforderung gestellt, das kann jeder sein. Selbst ich. Und der Student muss in der Uni angeschrieben sein, er muss 18 sein und muss in der Uni angeschrieben sein. Und ja, ich sage nochmal, junge Leute, die gerade neu lernen, die neueste Entwicklung lernen, motiviert sind, weil sonst würden sie kein Studium machen. Und dadurch, dass wir Geld verdienen können, denke ich,
ist es ein zusätzlicher Anreiz, sich einfach mal Open Source Projekte anzugucken. Und ich meine, wir sind von der Idee überzeugt, dass jemand, der es dann mal reinschnuppert, vielleicht auch denkt, oh, das ist was Tolles und da kann ich was lernen und dann im Projekt hängen bleibt, ist wahrscheinlich, anders kriegt man sie nicht. Ja, Handwerk habe ich eben schon gesagt, Animatoren ist überhaupt keine Anforderung gestellt, das kann jeder sein. Es ist so, dass sie in diesem Jahr zwischen 15 und 18 waren, es waren 29 unter 18. Da habe ich dann mal so gestutzt. Hintergrund ist, Google bietet auch ein Programm für Jugendliche an. Und von denen sind es dann einige, die dann schon in Projekten gearbeitet haben und dadurch dann auch später Mentor werden. Nochmal, der Student muss 18 sein und dann in der Uni eingeschrieben. Ja, die Verteilung. Amerika ist klar, oder USA, da ist Googles Hauptsitz, da hat es auch begonnen. Die sind am stärksten, aber Deutschland ist so in der dritten Liga mit dabei. Also aus Deutschland sind auch unheimlich viele dabei. Indien ist auch ganz stark. So unser Student in unserem Projekt war auch in Indien dabei. Das wenig Deutschen. Ja, wir hatten zwei Bewerbungen dieses Jahr von Deutschen, die wir aber beide abgelehnt haben. Ja, ich hatte einen, den ich halt selber rekrutiert habe, gewesen. Freiwillig, sehr viel Asien. Ja, Spanien, Polen dieses Jahr. Aber auch Regierung. Ja. War der eine oder der andere. Kann vielleicht dann aber auch daran liegen, dass in Deutschland auch wenig Junge in der Community sind. Und insgesamt, das ist nicht nur Joomla, das ist insgesamt auch gut. Und da ist Deutschland insgesamt stark dabei. Ja, wobei es dafür, dass Google ja inzwischen mehr zahlt, also diese Umstellung, dass sie pro Land zahlen, war vor allem deswegen, dass sich ja für deutsche, westeuropäische und amerikanische Studenten nicht gelohnt hat. Die können, wenn sie einen Job nehmen, bei einer Firma, IT-Firma, deutlich mehr verdienen über den Sommer. Das war der Grund für diese Umstellung und das merkt man hier auch. Wenn man sich die da vor 2017, 2016 anschaut, da war USA, Europa fast nichts und alles Asien. Ja, okay. Und das hat ja Google versucht zu ändern, mit positiven, negativen Folgen. Studenten können da jetzt ein bisschen was dran verdienen, wenn sie auch aus Westen gehen. Das ist keinem mehr los. Ja, das ist jetzt was, das wusste ich nicht, dass es deshalb umgestellt wurde. Bei der Folie wollte ich auch noch was dazu sagen, was mir im letzten Jahr so aufgefallen ist. Ich bin auch bei uns im Eine Weltladen aktiv und wir unterstützen ein Projekt in Ghana. Und letztes Jahr war ein Student aus Ghana dabei, nicht im Joomla-Projekt, in einem anderen Projekt. Und ich fand es so toll, dass weltweit jeder die gleichen Chancen hat. Und das ist dann jetzt durch dieses Angleichen pro Land, also dadurch, dass das nachträglich angeglichen wurde, ein bisschen verschoben. Die Summen sind immer noch sehr hoch. Also in Indien bekommen Studenten für die drei Monate immer nur 5.000 Dollar oder so, was da sehr viel ist. Je nachdem, wo wir hingehen. Es gibt auch Bereiche, wo es das nicht ist. Also Google hat versucht, eher nur die Industriestaaten höher zu heben, über diesen Basisbetrag, einfach nur, weil man gesehen hat, es ist nicht attraktiv, westliche Länder. Okay. Genau. Und in afrikanischen Ländern, ich denke, deshalb sind sie auch so wenig ausgeprägt, ist es so wahrscheinlich, dass wenige den Zugang haben. Also was ich weiß, dass es in Ghana schon ziemlich einfach ist, Internet zu nutzen, was sehr viel genutzt wird. Und was halt die dieses Projekt leitet, was ich sage, was wir immer unterstützen, die ist so alt wie ich, habe in den 90er Jahren Sozialarbeit studiert und habe ein freiwilliges soziales Jahr da gemacht und ist deshalb da hängen geblieben. Und ja, führt jetzt so eine Nichtregierungsorganisation. Und die sagt immer, durch das Internet sieht man immer diese vielen tollen Werbungsbildern und man denkt, Europa ist so ein Schlaraffenland. Und wenn man schaffen würde, denen mehr Informationen zu bringen, Zeit ist oft kein Problem und das Internet ist auch kein Problem, dann könnten wir sowas mitmachen. Für da wäre es wahrscheinlich viel besser, Geld zu verdienen als bei uns, weil es da andere Möglichkeiten gibt. Und man wird auch das andere Land ganz anders kennenlernen. Also das ist auch sowas, was ich hier festgestellt habe, man dadurch, dass man oft kommuniziert, meistens täglich, man erzählt auch, ich mache heute noch das und das, oder man erfährt so Sachen,
dass Eltern in Urlaub sind und man selber das Essen kochen muss von dem 18-Jährigen. Das war in einem Park, wo ich den Lieblingsbrief von meiner Tochter noch schicken musste und gedacht habe, hoffentlich mache ich das nicht falsch oder so. Ja, was man sonst, wie man sich so einen Tag einteilt. Und so kriegt man einen ganz anderen Eindruck von dem Land, denke ich, als wenn man nur eine tolle Werbung sieht. Und ja, das ist das eine. Und das andere, das heißt, jeder gleiche Chancen hat. Ja, der Programmablauf. Januar ist es immer so, dass ein Google Blog veröffentlicht wird. Jetzt könnt ihr euch bewerben. Und ja, 2 Wochen Zeit hat man zum Bewerben. Dann wird das Projekt ausgewählt, veröffentlicht. Im März ist es dann so, dass die Studenten sich bewerben können und dann ist auch wieder ja, erstmal das Angucken, 2 Wochen Bewerbungsfrist und ja, wenn sich für den Studenten entschieden wurde, das war so im letzten Jahr bei mir, so dann dachte ich so, jetzt geht's los. Man hat ja während der Phase, wo man sich für den Studenten entscheidet, auch ziemlich viel mit ihm kommuniziert, also man stellt ihm Fragen, man möchte raushören, was kann er, wie stellt er sich überhaupt vor, ist es überhaupt so, dass er es schaffen kann, oder manche bewerben sich, die haben noch nichts von Joomla gehört und man hat den Eindruck, dass er hat vielleicht gar keine Vorstellung, bei anderen hört man schon raus, oh, die kennen das schon super und die wissen schon genau, wie sie es hinkriegen. Ja, und dann ist der Startpunkt, so jetzt wurde sich entschieden und bei mir war es dann so, dass ich dachte, so jetzt muss es auch losgehen und dann kommt dann sowas, das heißt Community Bounding und hier sieht man dann auch wieder, dass Google auch, ja, nicht nur im Sinn hat, das bezahlen, sondern dass es wirklich Open Source unterstützen will und dass es dieses Arbeiten mit der Community als ganz, ganz wichtig ansieht. Also der Student soll dann erstmal eine Zeit lang überhaupt nicht am Projekt arbeiten und PRs einreichen, in der Community arbeiten. Also er soll die 8 Stunden, die ihm bezahlt werden pro Tag, noch gar nicht in das Projekt einbringen, sondern er soll, ja, sich in der Community Verbindungen schaffen, mit anderen Mail austauschen und das soll auch durch die Mentoren dann ein bisschen angeleitet werden, weil die ja in der Regel Kontakte haben und ja, zeigen können, wie man ein PR macht. Manche hatten auch bis dahin noch nie mit GitHub gearbeitet, also unsere schon, aber es haben sich welche beworben, die hatten vorher noch keinen GitHub-Account. Und wenn man bei so jemandem aber raushören, wenn es der einzige Bewerber wäre und man bei so jemandem raushören könnte, er könnte es schaffen, wird man sowas in der Zeit machen. Ja, dann beginnt das Codieren, sind 3 Phasen, in denen man immer eine Bewertung abgibt und der Student muss diese Bewertung bekommen, also man darf ihn nicht durchfallen lassen, weil ansonsten bekommt er das Geld nicht. Bewertet wird immer nur bis zum Ende der Codierung, aber ich hatte es schon als Ziel unten stehen, das oberste Ziel ist, der Student soll in der Community bleiben. Und ich glaube, unser Projektleiter, der Kuhne, der ist auch durch Google Summer of Code zu Joomla gekommen. Also es gibt, wenn ich das richtig gehört habe, sehr viele Beispiele von Leuten, die dadurch auch in der Community blieben. So ein bisschen zur Größenordnung, wie es angefangen hat, also 2000. Ich habe gesagt, dass man es durchkommen lassen, weil sonst kein Geld bekommen. So kam das jetzt irgendwie rüber. Nee, das hast du falsch verstanden. Er muss, positiv werden. Also man soll nicht, wenn er nichts macht, dann keine gute Bewertung schreiben, natürlich. Weil, nee, das ist dann falsch rübergekommen. Entschuldigung, das war ein Missverständnis. Damit er das Geld von Google bekommt, muss er die 3-mal von den Mentoren eine positive Bewertung bekommen. Wenn man sagt, nee, diese Phase hat er nicht bestanden, dann bekommt er entweder Geld gekürzt oder überhaupt kein Geld, je nachdem. Was sehr interessant war, auf der Google Summit hat Google auch gesagt, sie wollen, dass Studenten durchfallen. Also die waren etwas sauer auf uns als Projekt, weil unsere Studenten haben dieses Jahr alle bestanden. Die haben gemeint, nein, man sollte auch wirklich Studenten durchfallen lassen. Also die wollen auch den Druck ein bisschen erhöhen. Aber wir hatten alles gute Studenten dabei, jetzt nichts auszusetzen. Was interessant ist, war als Vorgabe von Google. Also wir nehmen das sehr ernst. Wenn die Leute nicht richtig arbeiten oder die Organisation nicht zufrieden sind, dann soll man durchfallen lassen. Das ist kein Negativfaktor für die Organisation, sondern das Gegenteil. Also ich würde sagen, wenn der Student jetzt nichts macht und eines seine Code schreibt, dann ist es gut, als tut natürlich jeder recht, dass seine Code schreibt, dann nimmt er Geld. Ja, wie gesagt. Ja, ist immer schwierig. Weil wie gesagt, Google will, dass mehr Leute. Ich bin gespannt.
durch Wahlen. Es sind auch welche in den letzten Jahren davor, oder? Ja, ja, welche. Ja. Aber auch das haben sehr viele Anstellungen durchgefallen. Ja, sind bei Joomla auch schon Leute durchgefallen? Im Jahr 2017 hatten wir zwei Studenten, einen relativ schnell am Anfang, einen am Ende. Mhm. 2016 hatten wir keine, 2015 war Joomla nicht dabei und 2014 wir hatten meistens so im Schnitt einen. Doch, kam auf die Anzahl der Projekte da. Dann sagen wir mal einen aus 10, realistisch. Mhm. Ach, das ist dann ganz gut so. Weil letztes Jahr ist auch keiner durchgefallen, keiner weil, aber von vorher habe ich die Informationen nicht bekommen. Mhm. Ja genau, Google ist seit 2014 dabei, wo auch der Kunis, also unser Leiter, dazu kam 2015, 2016 nicht und seitdem sind wir aber wieder immer dabei. In diesem Jahr hatten wir 7 Projekte angemeldet und haben sie auch alle 7 genehmigt bekommen. Und ja, Erfolgsquote steht auch hier, also 80% oder Mitte 80% ist so fast durchgehend die Erfolgsquote. Das ist jetzt nicht nur Joomla, sondern insgesamt über die ganzen. Da hatte ich immer eine Höhe. War das ein bisschen den Fokus geändert? Da war der Fokus geändert auf neue Projekte. Ja. Da war kein CMS-Projekt mehr dabei, da waren die großen anderen auch nicht dabei, aber das ging danach wieder zu. Das war also 10-jähriges Bestehen hatten, ne? Damals. 10-jähriges hatten wir deswegen erst ein Jahr später. 2015 war bei Google so, die hatten ihre Anforderungen geändert, wen wir annehmen wollen und wollten mal was Neues versuchen, haben junge Open Source Projekte genommen, deswegen waren wir 2015 nicht dabei. Hm. Ansonsten war Joomla bis auf 2006, 2007 oder sowas jedes Jahr dabei. Also wir sind 11 Jahre schon bei GSOC ganz da. Ach so, von früher findet man keine Informationen. Für 2014 findet man die ersten Informationen. Genau, weil das ist das Einzige, was auf dem Beacon noch übrig geblieben ist. Aber Joomla war unter den 41 Projekten, die 2005 dabei waren, interessanterweise. Echt? Ja, ist nicht mehr viel von übrig, leider. Also, aber noch mehr haben als wir wahrscheinlich. Weil die hatten uns darauf hingewiesen, dass wir hatten eigentlich mal geplant mit denen eine Jubiläumsaktion, weil wir Langzeitmitglied sind und wir haben auch erstmal geschaut. So lange, keiner wusste mehr was davon. Weil wir waren mit unter den ersten 41 Projekten, interessanterweise. Gut, dass du hier sitzt. Wahnsinn. Ja, jetzt habe ich euch allgemein erzählt und will jetzt auf Joomla-Projekte selber eingehen und auf der Community-Volunteers-Seite, also die Adresse steht unten, findet man Informationen zum Team und wer die Organisationsadministratoren sind. Es gibt jedes Jahr eine Projektideenseite, wo man Projekte einreichen kann und wo Projekte beschrieben werden, die von 2018 habe ich hier einfach mal verlinkt. Dieses Jahr gab es 7 Projekte. Ich sage einfach mal so zum Hintergrund, für die, die nicht wissen, was so als Projekt in Frage kommen kann, was dieses Jahr war. Web Services ist was, mit dem über Webservice können Daten maschinell ausgetauscht werden. Also es ist wichtig, dass man da Formate einhält, dass man automatisch Daten austauschen kann. Ist was, was immer wichtiger wird. Und da hat jemand eine Idee, wie man Joomla Klassen was abändern kann, um das zu fördern. Es gab ein Projekt Automatic Multilingual Associations, also die Sprachverknüpfungen. Sprachverknüpfung ist übrigens auch was vor 2 Jahren als Google Summer of Code Projekt dazu kam, was meiner Meinung nach ein super tolles Projekt war, was ich sehr viel nutze, also ich ganz froh bin, dass das aufgenommen wurde. Und dieses Jahr hat man eine Idee gehabt, wie man das noch verbessern kann, also wie man, wenn man einen Beitrag anlegt, das automatisieren kann. Genau, unser Projekt sage ich später noch mehr. Tests ist ein Projekt, also Tests ist was eigentlich sehr wichtig ist, und es fällt aber immer nur auf, wenn man auf Fehler stößt und denkt auch, wenn man dafür einen automatischen Test gehabt hätte, dann hätte man das vorher ausschließen können. Deshalb ist es auch gut, wenn jedes Jahr so ein Projekt in dem Bereich dabei ist, weil die Testabdeckung dadurch doch ein bisschen mehr verbessert werden konnte. Und ich glaube, das ist was
in Joomla ein bisschen kurz kommt. Es gibt ein Projekt Command-Line-Update, also jemand, der gern mit einer Kommandozeile arbeitet, also mit einer Eingabeaufforderung arbeitet, mag vielleicht gerne gucken, ob Updates vorhanden sind, automatisch Updates starten. Wenn man eine Kommandozeile nutzen kann, kann man das automatisieren über Batch. Und ja, da gibt es neue Funktionen, also die CRI nennt sich das auch, wurde erweitert. Und dann gab es ein Projekt Enhanced Users. Da ist es so, dass es ziemlich viel alten Code in dem Bereich gibt, man das verbessern wollte. Zu den beiden letzten Projekten sage ich aber nachher noch was, so als Hintergrund, was Features sein könnten. Media Manager, Adaptive Images, also Bilder, die sich automatisch anpassen, erzähle ich euch nichts Neues, werden immer wichtiger. Websites werden auf Geräten angezeigt, die unzählige, unendliche sind es noch nicht, aber unzählige Bildschirmgrößen haben. Es gibt eine ganze Menge Ansätze, wie man das gut handeln kann, dass nicht ein 320-Pixel-Bild als Vollformat auf einem großen Display angezeigt wird. Und ja, einer dieser Ansätze wurde damit im Video Manager verarbeitet, 12 Wochen lang von einem Studenten, Vollzeit in Sommerferien. Wenn ihr eine Projektidee habt, aber nicht wisst, ist das überhaupt was dafür? Es gibt eine Joomla Google Summer of Code Coding Liste, da kann man das jederzeit diskutieren. Am aktivsten ist diese Liste natürlich in der Zeit, wenn das Projekt läuft. Aktuelle Fragen können auch da immer kommuniziert werden. Studenten können da anfragen, ich würde das gerne machen, ich habe die und die Hintergrundinformationen, ist das was für mich? Also da vorher schon mal so ein bisschen hinterherfragen. Wäre aber möglich. Also ich könnte ein Student auf dieser Website fragen und ich kann mir sogar vorstellen, dass der relativ einfach, er hat natürlich keine Sicherheit, dass er davon genommen wird, aber ich kann mir vorstellen, der hat sich ja schon Gedanken gemacht, dass das gute Voraussetzungen sind, um aufgenommen zu werden. Gut, wir hatten mal George als Student, der hatte sein eigenes Projekt vorgeschlagen. Ja, und während das Projekt läuft, wird über Clip kommuniziert. Viele in Joomla-Projekt kennen Clip nicht, also wer einen Clip-Account hat, Kommunikation in Joomla läuft sehr viel über Clip und es gibt da auch eine öffentliche Gruppe, Google Summer of Code, die jeder einsehen kann, wo man auch Fragen stellen könnte oder was vorschlagen könnte. Es gibt eine Gruppe, wo alle aktiven, also gerade aktiven Mentoren und Administratoren zusammen sind und wenn dann ein Projekt genommen wurde und läuft, dann wird es die Gruppe geben, Mentoren mit Administratoren bezüglich einem Projekt und Student mit den Mentoren, sodass man ja gegenseitig auch in einem kleinen Raum übereinander hetzen kann, also die Mentoren mit den Administratoren oder den Studenten oder anders. Also man auch geschützt Informationen austauschen kann. Ja, und so ein Projektvorschlag, also ihr müsst euch nicht, wenn jemand eine Idee hat, er muss nicht einen seitenlangen Bericht schreiben. Wäre natürlich schön, es zu erklären, aber das war der Projektvorschlag von Ellen zu unserem Projekt. 4 Sätze, es reicht eine Beschreibung, warum kann man das brauchen, overreizend, was viel in Joomla benutzt wird, das Management davon ist noch nicht gut, kann verbessert werden und dann halt konkrete Ziele, was findet man oder was meint man, ist eine Verbesserung und das war bei uns halt dann eine View, wo man sich den Code in der Blickansicht, also die Unterschiede des Codes sehen kann. Ja, dann wollte ich euch was zu unserem Projekt im Speziellen sagen. Also zuerst mal, wenn ich in die Runde gucke, was ein Override ist, weiß hier jeder. Also die Ausgabe von Joomla wird in einer Komponente gemacht, die passt aber oft nicht zum Template. Wenn man will, da ein bisschen anpassen. Das macht man mit dem Template Override und das macht man im Template Manager. Und unser Ziel war, also wir wollten eine Diff-View, um diese Standard-Joomla-Ausgabe und
das, was man überschrieben hat, vergleichen zu können und das in einer schönen Ansicht. Dann sollte es so sein, dass man bei einem Update eine Information bekommt. Du hast eine Datei von den Haupt-Joomla-Dateien überschrieben, es wurde abgedatet, in dem Falle, dass es überschrieben wurde, sollte die Information, das Override wurde in den Originaldateien angepasst. Guck dir das mal an, ob das noch passt, auf irgendeine Art und Weise erfolgen. Und nice to have, diese Information sollte auch noch verwaltbar sein. Also, dass man gucken konnte, die Datei, die habe ich schon mir angeguckt, die ist okay, die gebe ich als geprüft an. Die andere will ich mir morgen angucken, die soll aber noch in offenen Dateien bleiben. Ausgereicht hätte es aber auch, wenn das einfach nur als Mail gekommen wäre, also eine Liste mit allen Dateien, die anzugucken wären. Also das hatten wir nur als Forderung gestellt und das als nice to have. Also wir hatten aber einen total fleißigen Studenten und der hat das direkt auch als Muss angesehen und es war für ihn ganz klar, er hat das voll in den Zeitplan aufgenommen und wollte das auch unbedingt mit der dritten Variante machen. Ja, das sind Links zu einer Demo, die er dann... Ja, wir machen einen Vergleich. Ich habe es schon gesehen, das ist nicht gut. Wir machen einen Vergleich. Genau, ziehe ich vor. Wir wollten, also wir hatten ein JavaScript-Framework ausgesucht, was es auch mit Zeilennummern schön gemacht hätte, haben uns dann aber dagegen entschieden, nach vielem Hin und Her. Wir nehmen das gleiche Framework, was auch die Versionierung, also die Diffview in der Versionierung. Wie erkennt ihr das Über ein Plugin, über ein System-Plugin, was dann einspringt, wenn der Ablauf ist. Und in dem Fall werden die Dateien, die Hash-Werte der Dateien verglichen. Also es wird, bevor das Update gemacht wird, werden alle Core-Dateien durchsucht, ein Hash abgelegt, dann wird das Update gefahren, dann wird geguckt, welche von den Originaldateien hat sich geändert. Und bei denen, die geändert sind, wird geguckt, gibt es da ein Override zu. Layouts und auch die Kassi-Hilf-Overrides sind. Also, wenn du das beschreibst, das ist auch noch nicht. Das ist so eins von den Punkten, das ist uns während dem Projekt dann aufgefallen. Ah, was? Ich habe einen Kategorieblock, den habe ich Pressemitteilung genannt, aber es gibt ja auch die Kategorieliste. Und da war es dann so, wie gehen wir jetzt damit um, dass wir. Ist das jetzt die Kategorieliste, die überprüft, die überschrieben wurde, ist der Kategorieblock? Und dann haben wir dann länger überlegt und haben dann gesagt, wir machen es jetzt erstmal so, wenn das ankommt, kann man es immer noch erweitern. Ja, aber das sind Sachen, genau. Zeig euch mal. Was wir machen. Also, das ist eine ganz frisch installierte Joomla 4. Version mit noch gar nichts, also Joomla 4 von dieser Woche Mittwoch der Stand. Und was in Joomla 4 durch unser Projekt hinzugekommen ist, ein Quick-Icon-Override-Update müssen überschrieben werden, also es ist grün, wenn kein Override da ist, Template-Override da ist, was in der letzten Aktualisierung angepasst wurde und geändert wurde. Ich habe in letzter Zeit immer nur Joomla 3 angeguckt. Ich tue mich jetzt ein bisschen schwer mit dem Backend. Wir haben zwei Plugins geschrieben: das Installer Override, was diese Prüfung übernimmt. Das muss natürlich aktiviert sein, wenn man es haben will. Man kann es deaktivieren und das Quick-Icons, was ich euch auf der ersten Seite angezeigt habe. Ansonsten haben wir nur im Template Manager gearbeitet. Und im Template Manager sieht man zuerst mal hier, im Moment ist noch up to date, ist ja noch nichts passiert. Und
Es gibt eine few updated files, also es ist ein neues, keine ganz neue view, sondern ein neues Tab in der view aufgenommen worden. Und hier würden dann die Dateien zum Verwalten eingetragen werden. Im Editor sieht man im Moment noch nichts. Da würde, wenn man hier eine Datei bearbeitet, dann eine Möglichkeit sein, die Views an- und auszuschalten. Ich würde euch das gern am Anfang mit einer Erweiterung zeigen. Dafür installiere ich die jetzt mal gerade. Und zwar installiere ich auch ein Template, um euch zu zeigen, dass man es auch für verschiedene Templates nutzen kann. Es wurde jetzt installiert. Dann habe ich eine Komponente, die ich einfach nur für die View, also es geht nur um die View, da die eine Komponente, die ich installiert habe. Und, müssen wir gucken, ob die Komponente gleich funktioniert. Ich hoffe, ich habe mir jetzt hier nichts verkehrt durcheinander gemacht eben. Und ein Modul. Das Modul ist jetzt installiert. Wenn wir jetzt in Template Manager gehen, sieht man das AG Template, also das AG Fireworks, so hat es genannt, ist eigentlich nichts anderes als eine Kopie von dem Casio Fire, es geht ja nur um das Prinzip. Und wenn ich das anklicke, kann ich einen Override von dem Modul machen, indem ich auf Create Overrides klicke. Ich mache jetzt nochmal das Modul, weil es nur das Prinzip geht. Das Override wurde erstellt. Wenn ihr euch das Override dann anguckt, und dafür finde ich schon, ist diese View gut, habt ihr jetzt die Möglichkeit, früher gab es immer nur diese eine, also diese Template-Datei, weil man die ja auch nur abändern konnte. Heute ist es so, dass ihr sagen könnt, zeig mir auch das Original. Standardmäßig steht es auf Halt, weil ja, das der gewohnte Anblick für alle ist. Wenn ich das auf Schau stelle, dann sehe ich die Core- oder die Originaldatei rechts daneben, grau hinterlegt, weil die kann man ja nicht ändern und soll man auch nicht ändern. Die View würde drunter angezeigt, wenn ich sie rechts oben aktiviere. Im Moment habe ich noch nichts geändert, deshalb sieht sie genau gleich aus. Und das war das, was ich eben gemeint habe. Es gab zum Beispiel ein Plugin für den Tiny MCE, was wir gerne genutzt hätten, weil es genauso wie hier oben ausgesehen hätte. Wäre aber viel mehr Overload gewesen. Und da hat der Ellen vielleicht auch recht. Also, wir hatten überhaupt keine Probleme, dass das aufgenommen wird. Vielleicht auch, weil wir an so, solche Sachen gedacht haben. Also Ellen ist, hat, weil er schon ziemlich lange im Projekt ist und sich gut auskennt, also ist der andere Mentor gewesen, hat da mehr Erfahrung und er hat gesagt, das sind Sachen, da kann es sein, dass wir nachher Probleme kriegen, dass es im Projekt aufgenommen wird, weil es dann größer und komplizierter wird. Wenn wir aber was Vorgefertigtes nutzen, dann ist es einfacher, dass es aufgenommen wird und es ist ja auch so, dass es insgesamt einfacher ist. Wir müssen was Zusätzliches, was mehr gewartet werden muss, was mehr Probleme machen kann, aufnehmen und dafür nehmen wir dann ja, das ein bisschen andere Aussehen im Kauf. Das sind immer so die Sachen, wo man überlegen muss, was macht man. Dann zeige ich euch jetzt mal gerade die Review. Ich schreibe jetzt einfach mal Test hier oben rein, also in die Template-Datei und speichere das. Und im unteren Bereich seht ihr dann, jetzt ist es gespeichert. Das Rote ist das, was original ist. Das Grüne ist das, was ich geändert habe. Also für kleinere Änderungen ist es ideal. Es ist natürlich nichts, wenn man ein ganz anderes Aussehen macht. Dann wird es unübersichtlich. Aber so kann man immer gucken, was habe ich geändert in der Datei und was ist neu, was ist rot hinzugekommen und ist das vielleicht was, was sicherheitskritisch ist und was ich draufnehmen konnte, müsste oder sollte. Zeit vergeht. Eigentlich wollte ich euch auch zeigen, dass man verschiedene Templates nutzen kann. Lasse ich jetzt aus. Ich zeige euch nur. Mhm.
was ich gerne mache, ist halt, ich komme konnten Artikel overrides-mäßig und dann baue ich es halt komplett um. Ja. Wie passiert denn, dann kann ja irgendwie, ich weiß nicht, eine XSS-Lücke, irgendein Template gefixt werden. Vielleicht ist dann, mit was wir jetzt verklicken, ich habe jetzt ja dann drei Versionen, ich habe die alte Version des Originals, ich habe die neue Version des Originals, ich habe meine Änderung, die irgendwie dazwischen liegt. Wie erkenne ich jetzt auf einen Blick, dass diese eine Zeile, die im Original gefixt wurde, ich übernehmen muss? Weil ich habe da eine riesige Änderung in diesen Listen drin. Gibt es da irgendwie zeitstufige. Also das ist ja, ich brauche jetzt nur die Änderung vom Original zum neuen, aber nicht den Diff in meinem Projekt. Irgendwie so. Genau, den hast du auch nicht. Du hast nur den Vergleich von dem, was du überschrieben hast. Zu dem Chor. Ich brauche den Vergleich vom Original vom alten Original zum neuen Original. Von der letzten Tunnel-Version soll der Projekt, dann ist ja die alte Originaldatei nochmal irgendwo speichern. Das ist ja das Problem, weil ihr fehlen ja sonst Gedanken davon. Das ist ja die Frage. Also, wenn ich irgendwie den Titel. Ja, aber ich glaube, dann würdest du es auch unnötig verkomplizieren. Also, du hättest da einen Stand da drin. Du meinst, du willst jetzt, wenn du es einmal getestet hast, dann willst du, wenn das nächste Update ist. Ich muss sehen, was hat sich geändert vom Original. Nur, genau. Und das übernehme ich dann in meins, wenn es gerne ist für mich. Und dann sage ich, okay, passt. Sozusagen der Konflikt gelöst. Genau. Und dann gehe ich beim nächsten Update wieder nur von diesem Original wieder die Änderung. Jetzt wird scheinbar nicht drin, aber. Gut, braucht man nicht. Ja, das wird gar nicht in der Gegend. Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob es sinnvoll wäre. Ja, wenn es Sicherheitslücke gibt, dann brauche ich da nicht irgendwie. Alle Änderungen drin, sondern ich brauche genau nur die Änderung, die gefixt wurde. Also ich würde halt nur nachziehen, wenn irgendwas gefixt wird. So. Du willst nur sehen, ob das, was im letzten war, gefixt wurde. Wenn du jetzt in Overwrite hast, was 5 Jahre alt ist, dann willst du nicht die Änderungen haben von den letzten 5 Jahren, sondern du willst nur sehen, was ist in dem letzten Update, was die 3 Monate abdeckt. Was ist da passiert? Weil vorher habe ich alles gecheckt. Alles andere ist sicher. Wahrscheinlich nicht sicher, aber ich brauche nur die Lücke, die gefixt wurde. Ich brauche nicht, wenn sich irgendwas Icons oder so geändert haben. Technisch schwierig. Technisch schwierig. Ich kann nur anwenden, natürlich. Ja, aber was du natürlich machen kannst, du kannst natürlich einen Link zu GitHub machen, eigentlich zwischen der Version und dem File direkt. Genau, das kannst du. Das wäre zumindest einfach nur verfügen, ohne das Teil. Also hier ist es aber auch so, dass du hier ist es aber auch so, dass du siehst ja alles, was rot ist. Ne? Also du siehst was anders, also was im Original ist, was bei dir nicht ist, das ist hier rot und da kannst du durchgehen. Und du siehst ja, da ist ja nur das Bild an eine andere Stelle gesetzt worden und oh, da ist ein Befehl geändert worden. Dann guckst du, der vielleicht eine Sicherheitslücke sein könnte, und dann weißt du das aber ja. Bei mir ist es eher bei Overwrites, dass ich wahrscheinlich hier auf dem, was Ding ist, erstmal alles rot habe, alles weg ist, und dann alles grün, alles neu, dann jetzt komplett umschreiben. Bei mir ist es rund Kasten, so ein beliebtes Teil, wo ich keine rechten Schmalereien mehr mache, und gar nichts mehr mit dem Gas zu tun habe. Ja, aber die Daten werden ja schon genutzt, okay, rund Kasten ist vielleicht nicht passiert, aber das Beispiel, aber kommt dann Artikel 4. Also hier geht man jetzt davon aus, dass wenn im Original eine Änderung gemacht wird, was ja in der Regel eine Verbesserung ist, dass man es dann auch übernimmt und dann ist es beim nächsten Mal nicht mehr rot. Wenn du sagst, du hast sowieso eine View, die ganz anders aussieht, weiß ich nicht, ob die Diff da überhaupt dann sinnvoll ist, weil es ist ja schon was ganz, ganz anderes. Dann könntest du dir ein Override anlegen, wo du bei jedem Update guckst, was ist da jetzt? Also eins, was du nur als Schablone, was du nicht nutzt, legst du dir an und guckst bei dem jedes Mal auf. Beim letzten Update wurde das und das geändert. Das nehme ich auch. Ich glaube, das Unternehmen. Und nee, den gibt's nicht. Feature aber du darfst es umsetzen. Also dieses das haben wir so im Hintergrund, dieses, was du eben auch angesprochen hast, wenn ich eine Default überschreibe und die Pressemitteilung nenne, dass ich da sagen kann, dass
ist die Default und nicht der, also die Kategorieliste und nicht der, der Kategorieblock, der das Original ist, dass man das verlinken kann. Das war als Idee, das übernehmen, kann man mal, mal überlegen. Wenn ich den Eindruck habe, dass Interesse ist, kann ich mir das vorstellen. Ich glaube, man kann noch mehr rausholen. Man kann noch mehr Sinn reingeben. Das kann noch man überall. Ja, aber das kann man überall. Kann man überall. Ich muss immer den gesunden Mittelweg finden. Ja, genau. Also, ich habe jetzt das Override von dem Modul gemacht. Ich kürze das jetzt ab. Und schließe das. Und ja, in Updated Files war es jetzt natürlich auch noch nicht drin, weil es ist ja noch nichts passiert. Updated Files, also ich habe sie überschrieben, sie ist unterschiedlich, aber in die Updated Files in den Tab kommen nur die rein, die bei einem Update behandelt wurden und auch genau, kann ich euch aber auch zeigen, ist ja noch offen. Und auch hier vorne ist noch alles up to date. Ist nichts zwischendrin passiert und auch das Quickstart-Icon ist noch drin. Wenn ich jetzt ein Update installiere, ein Update, was natürlich auch, wenn man neu installiert, 5 Minuten lang, wenn man neu installiert, ist es natürlich auch ein Update. Ich mache jetzt ein Update und würde jetzt auch beim Click-Icon sehen, da ist was passiert. Und wenn ich mir im Template Manager angucke, dann ist auch bei dem einen Template, wo ich das Override drin habe, ich wollte euch eigentlich noch zeigen, dass man in dem anderen was anderes überschreiben kann und das sieht. Da sieht man vorne den roten Hinweis. Und in den Updated Files ist es natürlich auch drin. Da ist es doch so, das hat unser Student gut gemacht, finde ich, man klickt halt die Datei an und kommt dann direkt in die Tool, wo man es dann auch direkt bearbeiten könnte und sich ansehen kann. So. Ja. Das alte und das neue wird unterstützt. Also muss den MVC folgen. Ja, allerdings da muss ich den Komponenten machen. Das heißt, es gibt ja Komponenten, die haben Asset-Ordner zum Beispiel oder was ich mit den Library-Ordner im Komponenten auch bekannt. Nee. Das ist nur das, was du mit Print auch mal jetzt auch erstellen. Das muss ja in dieser Linie schon werden. Auch Layouts noch nicht. Das passiert, wenn eine Datei rausgibt, an dem Original-Datei. Die bleibt in der Tabelle, wird aber nicht mehr angezeigt. Also sie bleibt in der Tabelle Updated Files, wenn sie da mal drin war, wird da aber nicht mehr angezeigt. Also sie wird nicht automatisch gelöscht, weil das ja kann man, da müssten wir während dem Installieren ja einfach da was rauslöschen, das macht man nicht. Aber Updated Files guckt schon immer, ist das noch da. Also auch wenn du eine Komponente deinstallierst, sollte der Fall, wo sie gelöscht würde, ist sie weg. Und ja, zu dem Layout wollte ich noch was sagen, das wäre vielleicht was, was man umsetzen könnte, wenn man sagt, ich verbinde die Dateien, also Pressemitteilung, Kategorieblock oder Kategorieliste, dann könnte man eine andere Art nutzen. Bisher haben wir aber nur entweder das alte MVC oder das neue MVC genutzt. Unterstützt. So. Ja, dann jetzt ganz schnell was zum Drumherum. Google Summer of Code Projekte von diesem Jahr, wo mir was eingefallen ist, was ich gern sagen würde. Also das Glee-Projekt ist was ich mir angeguckt habe. Da finde ich es schade, dass ganz lange Zeit nichts getestet wurde. Ich weiß, insgesamt ist es wenig Zeit zum Testen da und insgesamt wird wenig getestet. Nur sollte man sich vielleicht als Community ein bisschen Gedanken machen, auch nicht, was wo ein Student 12 Wochen den ganzen Sommer dran gearbeitet hat und auch Mentorenzeit investiert haben, ob sowas nicht vielleicht was mehr getestet werden sollte. Und was ich total schade fand, dass Enhanced User, wo Benjamin auch, glaube ich, mitgemacht oder Benjamin Projekt, da wurde im Nachhinein dann diskutiert, wollten das überhaupt. Ich weiß, ich kenne jetzt nicht ganz genau die Hintergründe, ob das Projekt wirklich ganz in eine andere Richtung gelaufen ist.
glaube ich aber nicht, aber hier sollte man vielleicht auch überlegen, ob man da nicht, was man macht, dass sowas nicht mehr passiert. Weil auch wenn die Studentin, sie hat ihre Arbeit gemacht, hat ihr Geld bekommen, aber ich kann mich da so reinfühlen, also ich fände das ganz, ganz schrecklich, wenn ich 12 Wochen was gearbeitet hätte und gedacht hätte, das muss doch toll sein, dann wird gesagt, ach, wir brauchen es doch nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass so jemand dann nicht bei der Community bleibt. Ja, genau, das ist schon wieder reinkommt, aber nicht, weil es schlecht ist, weil es super umgesetzt wird, aber die Idee dahinter, muss ich sagen, die ist durchgesetzt worden. Ich verstand nicht, warum das Projekt überhaupt reinkam. Also, das war es gab ja mehrere Projekte zur Auswahl. Es gab 12 Vorschläge, die die Admins durchgelassen haben. Production hat sich für die 7 entschieden, die haben wir nur gewonnen. Ich weiß nicht, ob ich verstanden habe. Das ist für Schwischer, das Projekt selber. Ja, Gedanken drum machen, dass es sowas nicht mehr passiert, weil ich finde das ganz schön. Und ja, was ich so sagen wollte, ich fand unsere Konstellation auch gut und das sollte man vielleicht gucken, dass man Mentoren so zusammenstellt. Also wir hatten einen, also den Ellen, der wirklich ganz tief drin war und Dinge wusste, also der hat sich auch alles angeguckt. Dinge, die ich nicht weiß, dass man ein Datum im UTF in einer Datenbank speichern soll. Ob man das jetzt mit dem Datum von der Datei, also jetzt nicht so, ich will jetzt nicht ganz tief reingehen, aber es waren Sachen, die ich dann gemerged habe und wo es dann nachher heißt, aber das ist nicht der Joomla-Way gewesen und sowas ist in unserem Projekt nicht passiert, weil Ellen da ein Auge drüber hatte. Ja, ich hatte in dem Jahr was Zeit und Lust und ein Herz fürs Projekt und ich denke, ich konnte auch mehr einbringen, also ich konnte auch in bestimmten Rahmen was machen. Also ich habe den Tobias, der hat uns, wir mussten schon mal Update testen, den habe ich dazu gebracht, ein Update zu machen. Ich habe meine Sprinter jemanden kennengelernt, der über die Datenbank geguckt hat, dass es waren, dadurch, dass dann auch wenig Fehler drin waren, wo ich ein bisschen gucken konnte, wer kann uns da drüber gucken, was ich nicht wusste, aber wo ich gucken konnte, wer kann es machen. Die waren draußen. Ja, und last but not least, der hat einen total motivierten Studenten, also ohne den wäre es einfach nicht gegangen. Also er war, also war schon schade, er war einer von denen, die zwar vorher sehr viel im Projekt gemacht haben, aber unser PR war, ich werde bei Gelegenheit mal fragen, warum, unser PR war das Letzte, was er im Moment im Projekt gemacht hat, hatte ich bei ihm nicht gemerkt. Ich kriege jetzt die Karte, dann sage ich diese Sachen. Dann noch ganz schnell, also arbeiten am lebenden Projekt über 12 Wochen ist schon ganz schön aufwendig. Also ich habe bei jedem Merge hatte ich ein Problem. Es gibt so ein bisschen langweiligen Verwaltungskram, dadurch, dass Google auch wissen will, was sie für ihr Geld bekommen. Also wenn wir keine Blogposts schreiben oder solche Dinge machen, dann wird Google vielleicht auch mal überlegen, ob sie uns überhaupt noch Dinge geben wollen. Das hat unser Student aber ganz gut gemacht. Ja, und dann bin ich fertig.